Hallo, ich bin von Sami Academy. Werde ich Ihnen zeigen, wie Auflösungsstopp Bluescreen-Fehler in Windows 7 Stoppfehler manchmal blauen Bildschirm oder ein schwarzer Bildschirmfehler. Kann auftreten, wenn ein ernstes Problem verursacht Windows 7 zum Herunterfahren oder Starten unexpectedly.u möglicherweise eine Meldung, die besagt, sehen, Windows wurde heruntergefahren, um Schäden an Ihrem Computer zu verhindern. Diese Fehler können sowohl von Hardware- und Softwareprobleme verursacht werden, und es kann schwierig sein, um das Problem zu beheben. Einige Fehler kann durch Probleme mit der Festplatte Ihres Computers oder Lesespeicher RAM, statt Probleme mit Windows oder andere Software auf Ihrem Computer ausgeführt verursacht werden. Windows 7 enthält Tools, die Ihnen helfen zu erkennen und zu beheben bestimmte Hardwarefehler. Schwerwiegende Fehler könnten Sie benötigen, um die Hardwarehersteller für Unterstützung in Verbindung, um Festplattenfehler zu überprüfen. Offenen Computer, indem Sie auf die Starttaste und dann auf Computer. Rechten Maustaste auf das Laufwerk, das Sie überprüfen möchten, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Tools und dann unter Fehlerüberprüfung auf Jetzt prüfen, um automatisch Probleme mit Dateien und Ordnern, die Scan erkennt, reparieren. Wählen Sie automatisch zu beheben Fehler im Dateisystem. Andernfalls wird der Datenträgerüberprüfung Probleme zu melden, aber nicht lösen. Um eine gründliche Prüfung durchzuführen, wählen Sie und Wiederherstellung versuchen fehlerhaft Sektoren scannen. Dieses Scan versucht zu finden und zu reparieren physikalische Fehler auf dem Laufwerk selbst, und es kann sehr viel länger dauern. Für beide Dateifehler und physische Fehler zu überprüfen, wählen Sie sowohl automatisch zu beheben Dateisystemfehler und Scannen und Wiederherstellung. Versuchen fehlerhafte Sektoren. Klicken Sie auf Start. Hoffe, danke für das Aufpassen. FAFCI Academy, bitte gerne abonnieren und dieses Video teilen.